So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe einen Dom dabei. Guten Tag. Und wir gucken uns heute an Buck Chains, mal wieder auf Kamera, gegen Burn, auch immer wieder auf Kamera. Lang nicht mehr gesehen, Burn. Mhm. Sehr geile Mountains, by the way. Ich finde die Mountains immer noch so schön, die Hassan spielt. Die sind echt schön. Das sind... Ja. Ich habe keine Ahnung, was das für Mountains sind. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ja, die sind nur so ein bisschen verschneit, deswegen könnte es wohl auch Ice Age sein. Ja, aber ich weiß nicht. Wenn ihr das wisst, könnt ihr das jetzt? Ja. Auch wunderschöne Basics von Thor. Boah, ey. Das Deck, ne? Full Text ist so wunderschön. Der ist kurz davor, genauso zu werden wie unser Doomsday-Spieler. Ich dachte, der URL-Spieler. Nur ein Voll. Nee. Okay, der andere ist ein Voll, das stimmt. Ja, ich bin mal gespannt. Oh, Panda. Das heißt, Buck Chains fängt an. Buck Chains fängt an und Burn hatte einen Mulligan. Mhm. Jetzt ist die interessante Frage. Wer ist hier im Vorteil? Boah. Ich würde spontan sagen Burn. Ich glaube nicht. Ich glaube Buck Chains tatsächlich. Ah, Uro, ne? Genau, Uro ist drin. Mhm. Endurance ist drin, der mittlerweile auch ein Problem ist. Ja. Und die Combo selber... tangiert sich halt nicht an Eidolon of the Great Reveal oder an... Ja. Weil es Copy ist. Genau. Ja, und Buck kann halt auch gut auf Basics fetchen, das stimmt schon. Genau, also du kannst halt auch im Price of Progress rumlaufen, du bist eigentlich, glaube ich, also klar, wenn Burn Dinge tut, dann tut Burn Dinge. Mhm. Aber jetzt ist halt die Frage, forst man das? Trigger? Push? Ja, ne, hab mal direkt den Removal für den Goblin gefunden. Direkt gefunden. Sehr, sehr gut. Ja. Hat sich richtig gelohnt. Ist auch schon Uro auf der Hand, glaube ich. Die erste Karte ist ein Uro. Und ein Fulltext Swamp ist, glaube ich, auch dabei. Da kommt ein Brainstorm. Yes. Hat mal kein Land. Doch, da war auf jeden Fall noch ein Fulltext Swamp dabei. Ja, zwischen dem Fulltext und den Full-Art-Karten zu unterscheiden, ist manchmal nicht so einfach. Oh, da hinten doch. Ja, Fulltext. Ich weiß nicht, ob das auch ein Fetchland davor ist. Ich glaube, es ist sogar ein Skyling. Was ist Fetchland davor? Ach, spiel einfach das Ding. Lass dir das Fetch. Oder willst du Fetchland den Fetchland weghaben? Nee, man kann es halt weghaben. Also ich weiß nicht, wie viele Baleful Strikes man haben will. Mhm. Genau. Für Bird, für Push. Jo. Können offen lassen. Noch ein Goblin. Geil. Noch ein Goblin, den kannst du aber forcen. Den würde ich safe forcen, den anderen kannst du beantworten und dann muss der Burn-Spieler sehen, wie er hinterherkommt. Ja. Mies wäre dann natürlich, wenn er einen dritten Goblin Guide oder einen Swift Spear rausballert. Ist das eine... Yo, das ist das Fetchland für Basics. Eine Vista. Mhm. Ja. Trigger und Stack. Fetch. Mhm. Hoffen, dass ein Land oben drauf ist. Push. Und den Schrott wegschmeißen. Kein Push. Doch Push. Doch Push. Man sucht hier nur eine Grünquelle. Ja, bei Judan, ja. Man hat den Sumpf ja schon auf der Hand, den kann man eh nicht suchen. Ja, das ist ja und wäre halt auch schmutzig, weil dann hast du nur blau und schwarz liegen oder brauchst grün. Ja, brauchst grün dringend mittlerweile mit dem Deck. Den Trigger, da kommt noch ein Ponder. Ponder oben und dann, ja, Push. Push deinen Goblin. The Button. Ja. Chain Lightning dein Gesicht. Kann man mal machen. Okay. Ja, okay, du kannst halt nächste Runde eh nicht an der Combo sterben. Schwierig. Das ist auf jeden Fall noch ein Bolt und einen Exquisite Firecraft tatsächlich. Uru, du Uru. Ja, der ist halt für Burn so ein richtiger Abfuck. Ja, der ist halt jedes Mal, wenn der angreift oder ins Spiel kommt, ein Lightning Bolt mehr. Ja. Und der kommt oft ins Spiel? Der kommt bitte in den Friedhof. Ja, ich hoffe, dass der jetzt auch in den Friedhof geht. Da wäre ein bisschen krass. Ja. Ja, ach, wurde auch krass. Seit Torben doch den Judge hat, weiß er doch, wie man Magic spielt. Ja, es gibt auch Leute, die haben irgendwie so Amnesie oder so. Gut. Da wurde noch einfach ein Mountain gezogen. Ist da ein Blood Moon? Nein, das ist das Exodine Firecraft in Outboarder. Stimmt. Weil da kannst du auch echt viel von Burn im Outboarder spielen. Oh. Das ist aber auch nicht so schlecht. Ja, Uro, ne, der macht jetzt wahrscheinlich einfach das Game. Karte. So eine schlimme Karte. Ja, der sagt jetzt halt einfach, ich gewinne das Spiel. Ja. Ich glaube, ich hätte den Bolt hier nicht einfach so gefolgt. Das ist ja eine Instant. Hätte man ja auch einfach warten können. Stimmt, hätte man warten können. Dann hätte man jetzt halt schon... Die Firecraft schießt nur auf... Vier.
4 irgendwo hin. Ja, da kannst du eigentlich. Fetch. So schöne Mountains und alle einheitlich. Ich bin so begeistert. Das ist, die sind schön. Ja. Leck mich am Sack. Gibt einen Grund, warum Burn-Spieler immer. Also warum Mountains tatsächlich immer teuer sind. Weil Mountain ist keine oft gespielte Karte. Außer in Aber wenn, dann spielst du sie halt in Massen. Modern ja, okay. Prison, Burn. In Prison spielst du aktuell 4. Sag ich doch, Masse. Okay, ist mehr als sonst im Legacy. Ich sagen, Basics im Legacy sind doch sehr selten gesehen. Merfolk, Texas, Prison, Burn. Ja, ist nicht viel. Ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht, was da noch käme. Ist echt nicht viel. Ja, okay, manchmal hat es halt noch so ein oder zwei in irgendwelchen blauen Listen hier. Die Wizards-Listen, aber ansonsten. Ritherbloom Apprentice. Den hat man nicht tot. Okay, dann kannst kriegst du ja den Firecraft in der Fresse. Warum? Das macht halt keinen Sinn. Wenn man es kann. Von der 11 geht man auf die 10. Andere Seite. Ja. Das ist immer jetzt, wieder. Das ist verwirrend an diesem Ding. Ja, dann hat man wahrscheinlich alles verschossen, was man hat und sagt go. Ja, und der Gegner hat wahrscheinlich. Hat er schon? Nee, kein Smog. Nee, hat er noch nicht. Kein Smog. Aber. Aber ein Ponder sogar. Okay, interessant. Ich hätte hier wahrscheinlich sogar den Apprentice einfach getroppt, weil der ist halt auch richtig geil, einfach wegen dem Live-Gain. Jo. Also weniger als Combo. Ich würde ihn ja auch weniger als Combo-Piece sehen, sondern wirklich eher als. Ding, na, ich meine, natürlich kann man jetzt Chain Top-Decken und einfach gewinnen. Ist ja noch nicht mal Live-Drain, ist ja Live. Doch, Drain. Geht noch wieder Drain. Ja, ich habe Gain im Kopf gehabt. Nee. Ja. Uro, die beste Karte im Legacy, total fair und so. Sollte man auf jeden Fall nicht bannen, auf keinen Fall. Großartige Karte. Nee, wir spielen nur alle Leyline Binding. Ja, wir spielen alle Leyline Binding, richtig. Das Format ist komplett gefixt. Kriegst du so richtig gut mit gehandelt. Ja. Da will man das Bogero nicht reinbringen. Interessant. Wahrscheinlich wegen Eidolon. Wegen Eidolon safe. Du kriegst das gut weg damit. Dann spielen wir noch das Bogero. Okay. Hä? Ja, man hat, glaube ich, noch eins nachgezogen. Ah, ja, aber dann weiß ich nicht, weswegen man den Apprentice nicht gedroppt. Okay. Ja, Burn. Man hat Angst davon, dass er stirbt. Baleful Block. Death Touch wird mal angezeigt. Jo. Der kannst du halt, das ist eigentlich schon gegessen. Aber ich wüsste jetzt nicht mehr, wie Burn da rauskommen soll. Nee. Uro ist einfach so eine oppressive Karte. Ist ja gerade zu der Zeit, wo Uro, Oko und so weiter gespielt wurden, Oko, ganz, ganz coole Karte, war Burn halt einfach kein Deck. Ich finde mittlerweile ist es das wieder, gerade gegen so Nicht-Uro-Decks. Yep. Wir sehen hier jetzt gerade, warum Uro halt einfach Burn komplett im Schach hält. Und ganz viele Burn-Spiele aktuell halt auf Ur-Delva oder Mono-Red Prison oder Mono-Red Top der Agro oder Goblins oder ähnliches gehen, weil es halt im Burn, du schaffst es nicht. Du kommst nicht gegen ein Uro an. Du kannst tun, was immer du willst, meiner Meinung nach. Das bringt dir rein gar nichts. Ja. So, jetzt kannst du noch einen Endurance reinknallen. Ja, oder einen Apprentice, ne, noch besser. Also nur zum Haben. Blau, Brainstorm, Ponder. Trigger. Nee, Ponder, Trigger. Du verlierst Trigger. Nämlich Kirchenleben. Ja, das ist halt echt. Da ist gleich Feierabend. Da greift jetzt der Uro und die Spellfall an und dann sind sie durch. Der ist ja Drops gelutscht. Naja. Also ist halt auch schwierig. Oh, Chain. Chain auf mich. Ja. Combo. Mittlerweile in voll die Chains. Boah, die sind so teuer. Ja, ist halt auch nur ein Printrun, ne? Ein Eboli! Der Glücksbringer, den er mit dabei hatte. Ach ja, stimmt, das Eboli. Bloodmoon wird nicht reingenommen. Interessant. Ja, wenn er das weiß, ist das halt egal. Und oh, drei von den Thomas Scripts finde ich ein bisschen viel. Boah. Okay, du musst irgendwie Uro umgehen. Ja. Ansonsten der Ein-Mana-Spell, der sagt immer, wenn man einen Spieler was umsonst castet, 5 Schaden und man Spieler kann kein Leben kriegen, finde ich ganz nett. Und Red Elemental Blast finde ich auch ganz nett. Der mit dem, wie heißt der nochmal? Mit dem 5 Schaden ist auf jeden Fall geil wegen dem Copy. Ja. Genau, weil, das auch, funktioniert auch nicht. Weil Cast. Immer wenn ich bleibe, Zaubercast kann man bezahlen. Aber es ist halt trotzdem ganz gut gegen Endurance und Force. Auf der Seite von Buck Chains
schwierig, weil der Mainboard ist eigentlich schon ziemlich gut gestackt dagegen. Man könnte jetzt überlegen, ob man vielleicht Blasterstorm oder sowas rein hat. Was man halt rausnehmen kann, sind halt die Veil of Summer. Blaue Blasts. Kann man spielen? Möglich. Es ist halt die Sache, jetzt hat Burn zum Beispiel wieder den Punkt, jetzt macht Burn Burn-Dinge. Außer da kommt ein Push angeflogen. Hm. Dann hätte man halt lieber das Eidolon gespielt, meiner Meinung nach. Ja. Eigentlich safe. Mm. Zwei Torment-Script auf der Hand. Das ist jetzt nicht so die Karte, die man zweimal auf der Hand haben möchte. Ja, die macht halt gar nichts. Die zieht ja noch nicht mal eine Karte. Genau, die zieht nicht mal eine Karte. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass die Uro halt beantwortet. Und Uro ist halt ja, der kauft eine dir der Zeit. Größten Threats. Der kauft dir in dem Spiel Zeit. Mhm. Was ist das Weißhandige? Das ist Blast. Ein Blast. Ne? Mhm. Red Elemental Blast. Auf der anderen Seite haben wir hier jetzt schon Bayou. Frage, ob man noch weiter auf Tools. Nee. Mhm. Nee. Blaues. Ponder? Vermutlich. Baleful Strix ging auch. Bin mal gespannt. Generell ist es ja auch super interessant, wie man hier versucht zu interagieren, um jetzt noch Damage rauszuholen. Weil ich sehe halt bei Ding halt ganz wenig die Chance, Damage rauszuholen bei Burn gerade. Da ist ja gar nichts mehr auf der Hand. Außer das Eidolon. Ja. Das müsste jetzt schon liegen. Das ist ein Land. Thoughtseize? Kann so. War Thoughtseize gegen Burn drin? Ja, drin gelassen. Ah. Ist die Frage halt, ob du überhaupt was boarden kannst. Ist kein Thoughtseize. Ist das kein Thoughtseize? Blast, okay. Eidolon. Kein Landdrop. Da hätte man vorher Tom Script spielen können. Jupp. Landdrop wäre halt cool gewesen wegen Elemental Blast. So ist es halt. Ähnlicher Fall, zweites Basic, Uro. Das ist ein Duress, das ist ein Jinx Duress. Jetzt habe ich es erkannt. Ach ja, das spielt er ja. Yes. Jetzt ist die Frage: Kriegt man den. Ja, Uro. Dun-dun. Ja. Kriegt nur ein Leben. Jo, ein Leben, zieh eine Karte. Opfert, zieh eine Karte. Kann ein Land spielen, hat ein Land gezogen. Oh. Das ist ein guter Ramp-Spell. Drei Mana kriegt ein Leben, zieht eine Karte, darf ein Land spielen, ist immer noch stark. Also es ist halt, es ist so lächerlich. Aber es ist ein besserer Rampant Growth. Ja. Oh. Sakura, Tribe, Eidolon, Steroids. Okay. Wenn wir jetzt wirklich noch ein Spell spielen, in den Eidolon rein. Krass. Boah, Push. Wahrscheinlich muss man irgendwas spielen, damit man nächste Runde den Uro spielen kann. Muss man auch noch gucken, ob man Wert mal nimmt, damit man den Uro casten kann. Ja. Aber das castet tatsächlich kein Uro. Naja, aber ein Duress. Und der sieht so an zwei Tommen Scripts und ein Blast. Blast und ein Blast. Ein Red Elemental Blast und ein Fire Blast. Schwierig. Ich würde, glaube ich, tatsächlich den Fire Blast nehmen. Ja. Einfach, weil er Damage bedeutet und die Torment Scripts sind halt... Wobei, eine Torment Script hätte man auch nehmen können, auch wenn sie redundant ist. Ja. Weil wenn er sie jetzt spielt, feuert und dann macht, ist es schwierig. Wenn er sie einfach spielt, zwei Schaden kriegt und dann den Friede wechselt, dann hätte er halt jetzt keine mehr in der Hand. Und dann wäre es schon fast egal. Dann 18. Beatdown. Ich dachte gerade, was passiert hier mit dem Red Elemental Blast? Ja, so zwei Schaden. Red Elemental Blast mit Suspend. Ja. Jetzt ist die Frage, jetzt ist das Combo-Finish. Man hat ja den Dings schon auf der Hand. Da denkt man jetzt auch ein bisschen lang. Ah, Combo. Hat man Combo? Ja, der Apprentice ist schon auf der Hand. Und jetzt wird nämlich, daran kann ich mich noch erinnern, da wird der Judge gerufen. Gut, macht ja auch Sinn. Das heißt, wir beantworten jetzt genau diese Frage, ob die Kopien durch Eidolon relevant werden. Ja, und dann kriegt er gesagt, dass die Chains nur copied. Genau, kein Cast ist, wodurch man nicht die zwei Schaden bekommt. Und dann verliert Burn. Ja, krass.
Jo, aber halt auch sehr, sehr solide verloren. Also da war ja... Wobei jetzt so langsam, ich meine, klar, wenn er jetzt nichts topdeckt, ist es nicht so. Aber es ist halt schon krass. Mhm. Dann, ja, und dann Chains, Trigger und dann... Ganz, ganz viele. Und ja. 2-0, Buck Chains. Der hätte halt auch nichts machen können in dem Moment. Der hätte den Fireblast gebraucht. Ja. Und dann hätte er nichts gehabt. Deswegen, der Fireblast zu nehmen, der war tatsächlich ziemlich gute Auswahl. Ja. Wirklich gut. Habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich habe nicht den Apprentice gesehen. Jo, dann. Manchmal ein bisschen schwierig. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.